So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ich möchte euch mal kurz ein kleines Update geben. Gestern gab es keinen Stream, weil ich musste nach Meiningen fahren zum Geburtsvorbereitungskurs. Ja, bin heute früh dann wieder zurück nach Hibo gefahren, versucht gerade den München-Vlog zu schneiden, der am Freitag als Premiere kommen sollte. Wir wollen jetzt den Community-Raid machen, weil wieder Raid-Boss-Wechsel war. Heute Abend noch Raid-Mania und morgen muss ich schon wieder los, weil wieder ein Termin ist für den Geburtsvorbereitungskurs. Das heißt, diese Woche gab es nur Montag, Mittwoch und dann am Sonntag gibt es den Stream. Ansonsten fällt gerade alles aus, alles stressig und dann kommst du heim und dann geht die Heizung nicht und es ist wieder mal arschkalt in der Wohnung. Draußen ist es wärmer als drin in der Wohnung, das muss man sich mal vorstellen. Da sind die Klempner schon wieder da, reparieren da alles im Keller, da wird gesägt, gebohrt, geschweißt, gemacht. Bestimmt auch Bier getrunken und ich stehe jetzt hier in Birkenfeld, außerhalb von Birkenfeld. Guckt mal hier hoch, hier ist ein ewig weiter Weg, hier ist ein ewig weiter Weg, da unten ist das Pflegeheim in Birkenfeld, da unten sind eigentlich überall noch Häuser und hier wollen wir den Community Raid machen jetzt mit Boreos, dass man mal 5 Minuten an der frischen Luft kurz mal durchatmen kann, die Sonne auftanken. Ich muss aber noch direkt zur Arena laufen. Es war ja wieder mal ein heftiges Geheimnis. Was ist jetzt hier Raid-Boss-Wechsel? Was ist mit März? Die neue Season hat begonnen. Gestern alles auf einmal raushauen. Das war auch wieder total stressig und nervig. Aber hat noch alles geklappt, dann rechtzeitig noch zum Kurs zu kommen, die News vorher rauszuhauen. Dann dachte ich, ich habe jetzt erstmal Zeit, habe ich aber nicht. Hier seht ihr noch was. Und zwar ist es hier wie eine, ja, so ein Gestell von einer Bühne oder irgendwas. Hier ist auch überall Schnee. Hier wurde vielleicht mal was aufgeführt. Ich weiß es nicht. Ich war hier noch nie in dem Sinne. Hier ist ein Tor, Fußballtor. Da ist noch ein anderes Fußballtor. Da vorne ist die Arena. Wir wissen jetzt die nächsten Raid-Bosse. Also Boreos ist da. Keiner weiß warum. Eigentlich wurden zwei Kabus als Shiny eingeführt. Man dachte jetzt also, es geht auch mit Kabutoro, Kabu Kime weiter, dass die als Shinies kommen. Die haben sich abgewechselt mit den Regis. Dachte man, Regigigas kommt vielleicht auch noch mal rein. Dann vielleicht die zwei neuen Regis in 5er Raids. Aber nein, die packen sie in Top Raids. Warum auch immer. Ich dachte, da bringen sie wirklich exklusiv. Mysteriös, aber Niantic macht, was es will. Jetzt also Boreos Community Raid. Ich denke aber mal, dass da wirklich so gut wie keiner Bock drauf hat. Hier sind Steine, hier ist das Grabmal, das ist die Arena, da muss ich noch irgendwie runterkommen. Habt ihr Bock auf Boreos? Ich habe die Tiergeistformen alle in 100% und die Tiergeistformen sind ja natürlich deutlich stärker als die Wolkengeister. Wir kriegen aber die Wolkengeister. Das heißt, wir müssen da irgendwie zusammen durch, deswegen wird es auch nur ein Boreos-Stream geben am Sonntag. Raids für Zuschauer im Boreos, aber gleichzeitig auch als Wunsch-Raid, sodass wir auch Mega Glurak mitmachen können am Sonntag. Und hier habt ihr jetzt in voller Pracht das Denkmal, was auch gleichzeitig die Arena ist. Mal von jeder Seite kurz betrachtet und abgefilmt. Überall steht eine Kerze. Da ist noch eine Bank daneben, dass ihr euch da setzen könnt. So, noch eine Kerzel, noch eine Kerzel, dann stehen wir schon wieder vorne dran. Im Weltkrieg opferten ihr Leben und da sind die ganzen Namen aufgelistet. Könnt ihr mal Pause drücken, könnt euch das in Ruhe mal durchlesen. Schilling war auch dabei oder hier drüben. Falls euch das interessiert, ein bisschen Geschichtliches, könnt ihr euch durchlesen. Ich muss jetzt aber mal in den Community-Tab schauen, wen wir überhaupt einladen müssen, wer sich eingetragen hat für den Boreos Raid. So, ich habe euch jetzt hier hingestellt auf die Steine. Ich stehe jetzt einfach mal vor euch. Hier sieht man die Arena. In 7 Minuten geht der Raid auf. Denkmal zur Erinnerung an Freiheitskämpfer, Veteranen und so weiter. Der Rest steht gar nicht mehr mit da. Wir gehen mal kurz in den Community-Tab. 11.10 Uhr ist der Raid angesetzt. Gehen auf Neueste zuerst und schauen mal, wer alles dabei ist. Miku, Hikaru, Excavator, Mago FedEx,
Genaya sind 5 auf dem einen Account und auf dem anderen Pokehunter, Henry Niki, T-Tomic, Badhead und Matze. Der Rest ist leider nicht dabei. Trotzdem, Sonntag, 10 bis 15 Uhr Raids für Zuschauer, wenn ihr Boreos Raids braucht oder nutzt die Raid-Gruppe, aber ich glaube, die wird jetzt wieder tot sein. Gleichzeitig habt ihr auch noch eine Konda-Grafik von Boreos. Kann also shiny sein, ist halt auf der Wolke, ist jetzt nicht so nützlich, ist vom Typ Flug. Das heißt, hat Schwächen, Eis, Gestein und Elektro. Hier haben sie Mega Aero Kacksprühl als Top Konda aufgelistet, ansonsten halt Elektro-Gedöns oder Gesteins-Gedöns. 19,11 ist der 100er Wert und 23,89 ist der 100er Wert Nummer 2 mit Wetterbrust. Was keine Brust hat, doch, es hat auch eine Brust, bin ich. Und ich habe auch noch was, nämlich trotzdem bei diesen super eisigen Temperaturen wieder mal meine schönen Crocs an und die kurze Hose am Start. Und weiß ich nicht, ich kann euch verstehen, in der Wohnung, kalt, hier draußen, optimal, Dr. Best Wetter incoming. Ach nee, was laber ich? Ich muss die Leute erstmal aufschreiben und dann gleich einladen und dann gucken wir mal, ob ein Gutes dabei ist. Ich habe alle Tiergeister als 100er. Vielleicht kriege ich ja aber noch alle 3 Wolken als 100er. Das wär's so, ne? Ja. So, es ist noch eine Minute Zeit, bis der Raid aufgeht. Ich nehme euch nochmal in die Hand. Wir drehen uns nochmal ganz sanft und ganz leicht hier rum. Ihr seht, wo der Ramses rumhängt. Ja, wenn ich nicht mehr in Hibu wohne, werden diese Anblicke wohl auch der Vergangenheit angehören. Ich weiß nicht, was mich in Meiningen erwartet. Da gibt es keine Map, da kann ich an den Arenen nicht mal gucken, wann, wo, wie, wo, was ein Raid aufgeht. Hier war das immer voll chillig, hast du geguckt und der erste Raid, der aufgegangen ist, da bist du einfach hingegangen. Du hast nicht gewartet, bis in der Stadt einer aufgeht direkt neben dir. Du hast den ersten Raid genommen, der auf der Map angezeichnet war. Und wenn der am Ende der Welt ist, bist du dahin und hast den Raid am Ende der Welt gemacht. Das war für mich auch immer so ein kleines Minispiel, deswegen fand ich das immer cool beim Raid-Boss-Wechsel, um zu schauen, wo ist der Raid, wo bringt es mich hin, wo stehe ich rum, wie kalt ist es wieder mal. Und die Hände sind total am Abfrieren gerade. Das ist wirklich die Hölle eigentlich, wenn ich mir die Hände betrachte. Jetzt machen wir erstmal eine private Gruppe auf, geben dir ein Fett, Katz, Katz, gehen auf Einladen. Schmeißen hier die ersten 5 rein, gehen auf dem anderen auf Einladen, schmeißen die anderen 5 rein. So, warten dann ganz kurz, das kann ich so lange nochmal hier abstellen. Beim Samyang hat es jetzt Zekrom als Elektroangreifer, 3-mal Mammut Tail, ein Brutalander und ein Despotar. Warum es Brutalander gerade nimmt, weiß ich nicht. Despotar wegen Gestein, okay. Und auf dem Hauptaccount seht ihr ja Mammutel, Despotar, Ampharos, Mammutel, Mammutel und Zekrom. Wir sind jetzt bei 10 Leuten, es fehlen noch ein paar, aber ich mach's jetzt mal auf. Ich denke mal, hier draußen in der Wildnis kommt eh keiner hinzu, der irgendwie einen Platz wegschnappt. Wir könnten komplett auf eine Eisarmee gehen. Oder auf eine Gesteinsarmee. Ich kann ja mal auf Krypto. Was sind die größten Kryptos, die ich habe? Genau, wir haben Despotar mit Katapult Steinkante. Und wir haben hier 3-mal Mammutel als Kryptos. Und ansonsten, was nehmen wir noch? Was nehmen wir noch? Ein Elevoltec. Ja, aber das Elevoltec ist zu klein. Ho-Oh und Lugia kommen auf jeden Fall auch zurück. Die muss ich auch demnächst dann mal pushen. Die Apex-Kryptos, die Apex-Formen von Ho-Oh, von Lugia. Lugia habe ich 200er. Normale, eins ist gepusht. Also XL sammeln nochmal für Apex. Wäre auf jeden Fall ein Ziel. Und Ho-Oh gefällt mir sowieso. Fehlt mir sowieso ein 100er. Ho-Oh wird also ein bisschen reingesuchtet. Da könnt ihr gerne wieder einladen, wenn ihr mich in der Freundschaftsliste habt. Da werde ich vermehrt raiden. Bei Boreos kann ich jetzt schon ankündigen, werde ich nur den täglichen Raid-Pass machen bei mir selber im Ort an den Arenen. Den in die Raid-Gruppe posten.
Und ansonsten bei der Raidmania halt einmal eine Stunde mich einladen lassen und da gemeinsam raiden. Ansonsten mache ich bei Boreos nix. Aber der ist ja eh nur eine Woche da. Die Woche wird sicherlich schnell umgehen. Ho-Oh ist dann 2 Wochen da. Da haben wir also mehr Zeit. Vielleicht öfters Raids für Zuschauer. 2x Raidmania dabei. Zwischendurch Raid-Einladungen von euch so. Das wird bestimmt cool. Bei Rayquaza war das auch cool, dass man bei Rayquaza einfach mal annehmen konnte und konnte mal wieder raiden, weil sich das bei dem auch immer lohnt und ich eh noch ein 2. Hunderter habe, was ich auch hochziehen wollte. Jetzt habe ich hier die WP schon gesehen, 23,46 waren das, glaube ich. Ich check mal kurz den Kleinen aus, ob da ein Shiny dabei ist oder irgendwas anderes. Hier lasse ich es durchlaufen und vor allem, ob der größer ist von dem WP her als meiner. So, 23,45 mit Wetterboost auf dem Kleinen. Hier haben wir Samyang, Borki, Badhead, Henry, Matze, Redkumbel. 18 Bälle und 19 Bälle, das passt auch. Und mit 23,46 hat er genau ein WP mehr als der Samyang-Account. Jetzt müssen wir nur mal wieder gucken wegen Werfen. Wie weit sitzt er weg? Wie sehr müssen wir curven? Wie hoch müssen wir zielen? Wie niedrig? Er ist also eigentlich in der Mitte, aber ich glaube am Anfang, um den richtigen Dreh rauszukriegen, werfe ich auch, wenn er am Rand ist. Wenn er rechts ist oder in der Mitte, passt das mir immer am besten. Nach links werfe ich eigentlich gar nicht. Es gibt so viele, die curven immer nach links, ich kann das nicht. Der Kreis ist ja noch eingestellt, wir curven also direkt nochmal drauf, ohne den Kreis zu verändern. Ja, der wirkt auf jeden Fall hartnäckig und mich nervt es halt eigentlich, dass sie sowieso wieder so nach links und rechts gehen. Das ist bei Kyoko schon nervig gewesen, da war Groudon wirklich genial, aber egal. Wir haben noch 15 Bälle, warten einfach, das war wieder nix. Ich hoffe, das ist kein 100er, ich habe mir die WP gerade nicht gemerkt. So, muss auch merken, bisschen höher. Also ich habe eben zweimal auch zu sanft geworfen. Zu sanft und zu knapp. Mir tut auch schon der Rücken weh. Vom die ganze Zeit so gebückt nach vorne stehen. Das ist also auch nichts. Oh, Boreos. Aber er ist drin. Da musst du dich nur einmal beschweren. Dann ist er drin. Jetzt können wir ihn bewerten. Neuer Rekord. Und es ist ein 13, 12, 14 Luftschnitt, Hyperstrahl. Ich finde den Hintergrund bei dem eigentlich voll cool. Aber damit ihr mir glaubt, dass wir Boreos in 100 haben. Wir haben nämlich ein 100%iges Tiergeist Boreos in Lucky und in Shiny von Blood and Tears rübergetauscht damals. Das ist richtig cool. Guckt euch den an, das fürs Thumbnail, und dann sind alle verwirrt, weil die sagen, hä, es ist doch die Wolke da und nicht das, aber das ist mir jetzt egal. Ich fange jetzt den anderen, gehe heim, schneide das Video, bereite mich auf die Raidmania vor, versuche den München-Block noch zu schneiden. Ich glaube, zu 90% schaffe ich es nicht bis Donnerstag früh, weil es ist ja jetzt schon Mittwochnachmittag und es muss ja dann noch exportieren und hochladen, aber egal. Habt ihr ein gutes Boreos schon bekommen? Freut ihr euch auf Boreos? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwann, wenn mein Leben wieder ein bisschen ruhiger wird, hoffe ich. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.